Generell, wie ich es eingangs gesagt habe, werden wir sehen, was passiert, ob noch was passiert. Generell, glaube ich, ist es auch der Job von ihm, seine Spieler zu schützen, ist, glaube ich, ganz normal. Ja, ich weiß nicht, Brazzo arbeitet generell in allen Bereichen auf Hochtouren, auch von hier aus und versucht, und wir probieren was. Und am Ende werden wir sehen, was passiert, ob das dann der Genannte ist oder jemand anders oder gar keiner. Ich bin da relativ entspannt, ehrlich gesagt. Aber ich habe jetzt auch nicht die Schlagzeile gelesen und bin in Ohnmacht gefallen. Das ist, glaube ich, relativ normal. Wenn er jetzt gesagt hätte, ja, die Tor und Tür steht offen, dann hätte, glaube ich, sein Vorstand wahrscheinlich auch gesagt, ist alles okay bei dir oder zahlst du die Kohle? Also es, glaube ich, gehört zum Job dazu in dem Bereich, dass man auch ein bisschen ein Pokerface hat. Aber mal sehen, vielleicht passiert noch was, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht.